Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bugs Bunny Lost in Time. In der letzten Folge haben wir die restlichen Sterne eingesammelt durch kleine, in Anführungsstrichen 1 gegen 1 Kämpfe gegen Daffy Duck. Ja, wir haben da einfach mal den kompletten Baumstamm umgedreht, kleine Puzzle-Einlagen und Geschicklichkeits-Zeiteinlagen. War sehr, sehr nett, kann man mal machen. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt und das ist irgendwie eine super Uhr, die zwar an und für sich alleine steht, aber doch in Wirklichkeit den Wert von ganzen 10 hat oder sogar noch mehr. Großartig! Nein, anscheinend nicht. Au. Das war tatsächlich alles? Wo habe ich denn da bitte jetzt in meinem Leben versagt, dass ich da so viel... Danke, Merl. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. Moment, die ich hatte. Ich hatte, die roten Kisten hatte ich alle, ne? Glaube ich. Hat er das gerade gesehen? Ist der gerade aus dem Boden emporgestiegen? Holy shit. Ich glaube, das war nicht so geplant. Ja, ich schaue sicherheitshalber nochmal in meine Folge rein. Ja, ich hab sie bekommen. Also, ist das hier... Ist das ein Bug? Oder wieso steht da 0 von 10? Na gut, ja, 3 Uhren, 8 Dinger, was zur Hölle? Das check ich jetzt mal überhaupt nicht, aber okay, ich werde nochmal die Schneemänner penetrieren. Und darauf hoffen, dass ich mit dem Spasti da nichts machen muss. Ja, hallo. Dankeschön. Das hatte ich hier auch eingesammelt. Du kannst ja noch mal versuchen, sicherheitshalber. Ja, ja. Bei den... Na komm, das ist mir zu blöd. Bei den Boss-Endgegnern hat er so einen krassen Auto-Aim und hier... Hier trifft da gar nichts. So, da war ich ja auch schon drin. Das hier habe ich natürlich auch gemacht. Ach, guck mal. Ah, nee. Wollte gerade sagen, da oben ist doch was. Das sah wie eine Tür aus, aber nee, das ist ja die Brücke hier. Ah, Kiste, die ich ja, wie gesagt, theoretisch nicht mehr einsammeln muss. Ist ja noch locker daneben, Junge. Locker. Oh. Ich dachte, da waren 2. Hier unten ist nichts, oder? Ne. Ach ja, Checkpoint gab's natürlich nicht. Wow. Wie einfach mit sich selber spielt. Hier ein bisschen abkürzen. Das natürlich nicht funktioniert. Durch den Propeller ist er ja vorzeitig in der Luft stehen geblieben. Also ich hätte da schon rausspringen können, aber dann wäre das ja selbstverständlich kaputt gegangen. Okay, dann müssen wir halt den normalen Weg gehen. Den normalen, langweiligen, langen Weg. So. Okay. Kann ich denn hier hoch? Nee. Komisch, komisch, komisch. Dann vielleicht doch die Drachen penetrieren.
Ich meine, das wären ja dann schon mal 3 goldene, beziehungsweise 4, je nachdem wie viele hier rumlungern. Aber abgesehen davon war es das ja eigentlich auch mit dem Level. Als hätte ich hier drin noch was vergessen. Dann habe ich die Sachen nicht richtig abgeschlossen. So dass ich dann vielleicht nochmal extra was kriege, wenn ich es dann in Anführungsstrichen richtig gemacht habe. Oh, guck mal. Guck mal, was zum Fick ist das jetzt bitte? Ach so. Ich dachte, die haben jetzt eben halt da, wo die, wo die Sterne waren, andere Objekte hingemacht. Aber nee, das ist ja das, was ich hier brauche, um zu stehen. Wie gesagt, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht. Ich muss die ja wohl nicht alle einsammeln, oder? Ja, blöd. Sinnlos. Na klar. Nee, Quatsch. Nee. Schwachsinn. Aber naja, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als nochmal überall reinzugehen, ne? Ich meine, wenn jetzt irgendwo eine Hürde wäre, irgendwo eine Stelle, wo ich einen Zauberspruch brauche, den ich noch nicht habe, dann okay, dann würde ich es ja lassen, aber es ist ja nicht, ne? Kann ich hier vielleicht doch noch irgendwas mit dem Puzzle machen? Aber ja, wie gesagt, ich werde ja nicht 3 Uhren dafür kriegen. Es müssen ja dann noch mehrere Sachen unvollständig sein. Moment, gab's nicht. Es gibt 3 Steine, aber 4 Symbole, ne? Das ist egal. Nee, Quatsch. Es sind ja 9 Felder und 3, 6, 9. Ja, nee, ich laber schon wieder Bullshit. Ja, nee, alles gut. Huch. So. Komisch. Ja, wie gesagt, keine Sorge. Was heißt, wie gesagt, ich hab's ja nicht gesagt, aber ich werde dann mal nachgucken. Wenn ich hier den Rundgang beendet habe. Also ich spekuliere mal darauf, dass ich die Drachen dann doch vielleicht irgendwie penetrieren kann. Das wären dann, wie gesagt, 3 Uhren. Und wir brauchen ja 3. Aber das erklärt ja immer noch nicht, wie ich an die... Ich laufe im Kreis und bin falsch gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Das erklärt ja immer noch nicht, wie ich an die goldenen Karotten herankommen soll. Kann das eigentlich sein? Laufe ich nicht immer in dieselbe Richtung? Nein. Huhuhuhu. Hatte ich den Duffy eigentlich penetriert? Weiß ich gerade gar nicht.
war ja nichts, ne? Nee, nee. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das irgendwie schneller ist. Kommt mir ein bisschen so vor. Er fällt runter. Ist er noch da? Ja, hat sich aufgelöst. Wenn ich es nochmal drehe. Hat er eben so komisch gewackelt, ne? Ach so, weil ich dagegen gekommen bin. Sollte quasi ein Indikator dafür sein, dass man es machen kann. Unter dem Eis ist da ein Weg? Nee, ne? Puh. Okay, dann müsst ihr jetzt noch ne, die, dieses Zeitdings da Bums darin sein. Genau. Ist ja ein etwas weitläufigeres Gebiet. Knopf kann ich gar nicht mehr drücken. So aus, huh? So, knapp. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht zählen würde, wenn ich mich da drauf befinde, bevor er überhaupt komplett nach hinten gewachsen ist. Das dann zählt. Karotten, 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 Karotten. Nee. Ja gut, ne? Dann war's das, glaube ich. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja, okay, ich schau dann mal nach. Ah, okay, natürlich, natürlich. Ja, lass uns das mal alles der Reihe nach machen. Ja, starten wir mal quasi neu. Ja, ich schaue mir das die Lösungen auch übrigens mit der PC-Version an. Gut, aber du hast ein paar. Also sprich ja PC-Port halt. Beziehungsweise vielleicht ist es auch andersrum. Ich muss schon sagen, dass alles in der PC-Version sieht ein bisschen ja, wie soll ich sagen, es sieht ein bisschen fester aus, organischer. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass die Version nicht schlecht ist, aber sie ist von der Dynamik, von der Spielgeschwindigkeit her deutlich schneller als ja, die PS1-Version hier. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich. Also jetzt, ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass es Simulator ist, aber dann müsste die Musik hier auch eigentlich langsam sein. Naja, auf jeden Fall müssen wir natürlich dieses Schneeball-Battle ordentlich führen. Logisch. Logisch, logisch. Wo ist er denn, der Pisser? Da. Wir müssen ihn K.O. werfen. Du dämlicher Spasti. Oh, es fuckt so ab. Ja. Oh mein Gott. Vor allem, weil ich ja auch leider meine Kugel immer verliere. Ja, was ist das? Ich kann nicht schräg oder so werfen. Oh, ich habe ihn getroffen, okay.
Okay, okay. Headshot, Bitch. Headshot, noch einer. Oh, ernsthaft. Das, ja. Herzlichen Glückwunsch, wir haben eine Ente umgebracht. So, damit hätten wir dann ein paar. Ja, und der Rest, der befindet sich, wie ich ja auch schon mehrfach gesagt habe, vermutet habe, tatsächlich in den Drachen. Ja, wir müssen doch auf die raufspringen. Jeder von ihnen gibt tatsächlich eine Uhr und 2, 3 goldene Karotten. Herzlichen Glückwunsch, ey. Mann, 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 Mann. Dabei, ich dachte, ich hätte das schon versucht. Aber okay. Dann versuchen wir es halt nochmal. Huhuhuhu. Also am besten halt. Oh, okay, es funktioniert. Wenn sie speien, wollte ich gerade sagen. Vor allem, man muss auch immer darauf kommen, das mehrfach zu machen. Man könnte sich ja auch sagen, oh, okay. Der hat mir jetzt eine goldene Karotte gegeben. Er hat seinen Zweck erfüllt. Aber nein, dann muss man nochmal rausspringen. Und nach dem zweiten Mal muss man sich dann wieder so denken: Yo, ey. Der hat bestimmt auch noch was. Was ist jetzt derselbe? Ja. Ich dachte, der ist K.O. gegangen, hat sich in Luft aufgelöst, aber nein. Der hat sich nur mal kurz hingelegt. Oh. Lululul. Dankeschön. Passt das? Ja, es passt. Okay. Gut, gut, gut. Sieht wie gesagt trotzdem ein bisschen behindert aus mit den roten Kisten, aber naja, kann ich ja nicht ändern. So, Bastard. Großartig. Großartig. Ja, nichts wie raus hier. So, kriege ich denn jetzt was Neues? Wir hatten ja noch die Dimension X, glaube ich, ne? Planet X. Absolut perfekt. Da war, glaube ich, irgendwie noch ein Level fucking Level. Ach so! Oh, nee, guck mal hier, der magische Hasenwind. Lass mich deine Oh, nee, ich wollte gerade sagen, wir können jetzt nochmal dieses Mittelalter-Level machen, das erste. Oh, nee, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. Wir können ja mal kurz gucken, ob das vielleicht ein Boss ist. Den könnten wir noch reinbremsen. Ansonsten höre ich dann jetzt mal auf. Und gehe dann demnächst schlafen um 11 Uhr mittags. Was denn sonst? Völlig normal. Ist dann, glaube ich, auch das letzte Level hier, ne? Habe ich gespeichert? Scheiße. Das ist das letzte Level hier. Ah, ich gehe sicherheitshalber nochmal hier rein. So hat das ja, wenn ich mich recht entsinne, auch begonnen. Habe ich ja das letzte Mal gespeichert. Ja. Dann kann ich mich auch schon mal verabschieden. Ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Und es klang jetzt, die letzten 1, 2 Folgen klang jetzt nicht zu abgehackt oder so. Ich weiß es ja nicht, weil ich ja während des Spiels immer müder wurde. Ja. Ansonsten, ja, ich denke, ich werde dann vielleicht mal morgen direkt weiterspielen. Wobei ihr das ja natürlich eh nicht mitkriegt. Aktuell sind ja Folge 9 und 10 oben. 11 und 12 kommen dann heute später noch. Ups. Ja, und Army Man muss ich ja dann auch irgendwann noch weiterspielen.
Aber es fuckt schon extrem ab, vor allem wenn man dann verreckt. Obwohl man nichts dafür kann, ne? Ja. Hallo Reisehase. Lass mich deine Position für dich haben. Ja, wie gesagt, denkt dran, falls euch das Let's Play gefallen hat und so, ich hoffe, dass ihr dann vielleicht ein paar Kommentare da gelassen habt. Ganz egal, wann ihr euch das jetzt anschaut, auch wenn das Let's Play vielleicht schon ein Jahr alt ist, dass ihr ein bisschen geliked habt und die Playlist vielleicht an eure Freunde, Verwandten, Bekannten und Feinde geschickt habt und vielleicht auch ein Abo da gelassen habt, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, ansonsten sieht man sich dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Bugs Bunny, in welcher wir dann, mal schauen. Also wir haben ja jetzt doch mittlerweile wieder drei Möglichkeiten. Also ich glaube, dass ich mir das mit dem Planeten nicht eingebildet habe. Dimension X, Planet X, ein Level. Im Mittelalter immer noch dieses verfickte erste Level. Ah ja, genau, dann können wir auch zu Piratenbuch gehen. Also wir haben quasi jetzt tatsächlich in jeder Epoche was zu tun. Ja, ja, das geht doch, ne? Wobei, warte mal. Ich speichere jetzt sicher selber nochmal, weil ich behindert bin. Hallo Reisehase. Danke, Merl. Mach's gut. Das waren... Waren es 120 für die neue Dimension? Vielleicht ist das auch das Ende. Kann ja sein. Weil wir haben... Bugs Bunny hat ja ursprünglich vor, in den Urlaub zu fahren, also in seine Zeit dann dementsprechend wieder zurückzukehren. Und es kann ja dann noch sein, dass da einfach dann die Credits laufen oder so, ne? Hier bei 120. Dass es einfach nur so ein Lul ist. Lul-Effekt. Oder? Oder gab es irgendwo... Ne, wobei es gab, glaube ich, auch irgendwo noch Stellen, wo man 160 gebraucht hat, ne? Naja, egal, wir werden das ja früher oder später herausfinden. Also, mittlerweile bin ich mir, wie gesagt, nicht mehr so sicher, ob diese 100%, die ich in den Titel geschrieben habe, gerechtfertigt sind. Weil man braucht ja dann anscheinend doch alles, Fragezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen in Klammern, ich weiß es nicht. Aber ich mag es auch ehrlich gesagt nicht mehr rausnehmen, weil ich das so schön mit der Thumbnail kombiniert habe. Naja, wir schauen einfach mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.